Jo, hallihallo, wir sind zurück hier in unserem Park. Wie ihr seht, im Labor ist natürlich noch Bambule. Hier müssen wir noch knapp 14 Minuten warten, aber ich würde sagen, sparen wir uns. Wir investieren hier erstmal kurz ein bisschen was, sammeln natürlich dann erstmal den Kollegen ein und werden dann natürlich gucken, was wir noch so machen können. Ich würde fast vorschlagen, wir werden jetzt erstmal den Aero-Titan erstmal ein bisschen füttern. Knallen ihn hoch bis auf Stufe Nummer 20. So, dann haben wir das eben mal erledigt. Dann hauen wir den hier gleich nochmal hoch auf 10. Das haben wir auch erledigt. Und dann können wir den natürlich auch gleich nochmal auf 20 pimpen. Das Gute daran ist, wir können ihn dann auch gleich nochmal evolutionieren. Das heißt natürlich weiterentwickeln. 2 Stunden müssen wir da warten, um den auf Stufe Nummer 21 zu bekommen. Aber ich denke, damit kommen wir klar. Das ist auf jeden Fall erstmal so weit in Ordnung. So, was machen wir dann? Was wollen wir dann noch tun? Ah, DNS-Produktionsanlage. Okay, das hätte ich natürlich erhalte. Alle 12 Stunden gratis DNS-VIPs erhalten diese brandneue Gebäude. Okay. Ich meine, optisch sieht's geil aus. Ich mache mal kurz einen Screenshot davon und will euch einfach mal fragen, wer von euch hat diese DNS-Produktionsanlage hier am Start? Wer von euch ist VIP? Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was gibt's da noch für Vorteile? Ich meine, könnt ihr auf nächste klicken. Will ich jetzt aber gerade, oder? Wollen wir mal gucken, was gibt's hier? Werte zum VIP, okay, 10,49 kostet das im Monat. Ich weiß nicht, wer von euch investiert hat. Würde mich mal interessieren, schreibt das auf alle Fälle mal in die Kommentare. So, dann haben wir das natürlich erledigt, können hier noch den ein oder anderen Münzen einsammeln und werden dann natürlich gucken, ob wir noch den ein oder anderen Kampf machen können. Ich meine, darauf kommt's natürlich an. Von daher checken wir natürlich hier die Lage. Nehmen den Tyrannodon auch gleich mal gegen den Dimorphodon in den Kampf. Also der Tyrannodon gegen den Dimorphodon. Also wie gesagt, wird eine harte Nuss, aber ich denke, wir könnten das ja am Ende irgendwie packen. Könnten wir, müssen wir nicht. Oh Mann, ist der stumpf, der Kollege. Also dazu kann man immer ja nichts sagen. Der greift mit 2 an. Wie ist genau? Der macht mich nicht platt. Und wie ist auch ganz genau? Er kann jetzt nicht einen Schlag blocken und kriegt jetzt auf jeden Fall richtig vor den Kopf auf. Von daher ist er selber schuld, würde ich sagen. Also den Sieg haben wir hier schon mal am Start. Das Ding auf jeden Fall ratzifazzi. Also da kann ich auf jeden Fall nichts anderes dazu sagen. So, Glückwunsch, 45 DNS gibt es. Und dann können wir hier gleich nochmal gucken, was gibt es hier noch. Hier haben wir, Alter, hier haben wir noch Newton Fight. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Was haben wir hier noch? 3 Fleischfresser. Was müssten wir hier investieren? Das ist eigentlich der Hauptwiesprung, was wir jetzt machen. Schlachtaufbau oder afrikanische Dino-Tage. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr jetzt zocken? Würde mich mal interessieren. Klar, hier kriegen wir ein legendäres Paket. Hier kriegen wir 3 Afrika-Pakete. Von daher würde ich fast sagen, probieren wir das erstmal aus. Checken hier natürlich erstmal die Lage. Oder können wir vielleicht das andere Event anders zocken, ohne ein Dino noch zu holen? Ah, wir könnten den noch einsetzen. Aber naja, hatte das jetzt auch nie so. Ich nehme den mal mit, nehme den mit und nehme den mit und probiere mit den 3 einfach mal aus. Also wie gesagt, wir lassen uns einfach mal. Oh, einen Booster brauchen wir noch. Ich will aber ballern. Gut, okay, dann sagen wir hier bestätigen. Das Gute ist, man muss ja den Booster nicht nutzen. Also wie gesagt, man muss den zwar mitnehmen, aber man muss ihn nicht einsetzen. Und das solltet ihr auf alle Fälle auch wissen. So, ich bin mir natürlich sicher, wenn ich den Schlag mit in die nächste Runde nehme, dass ich hier gleich vor der Mütze kriegen könnte. Aber das ist mir eigentlich auch erstmal für die Banane. Okay, das ist natürlich gut für uns. So nehmen wir gleich nochmal 3 mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt erstmal einen Schlag. Hat jetzt selbst 3 Schläge. Und greift damit alle 3 an. Das wollte ich eigentlich auch. Weil die Wahl, jetzt ist er natürlich gut angreifbar. Das heißt natürlich für uns, wir müssen nur einen Schlag investieren. Blocken ihn und nehmen 4 mit in die nächste Runde und haben damit natürlich absolut gute Karten auf den Sieg. Ich meine, was will der Gegner jetzt noch machen? Wir haben gleich 8 Schläger am Start. Der Gegner kann uns auf alle Fälle nicht platt machen. Von daher ist er auf jeden Fall absolut am Arsch. Also da bin ich mir fast sicher.
So, Dreier könnt ihr natürlich blocken. Ich hau mal 4 rauf, nehme 4 mit in die nächste Runde. Wow, 2 Block da, von daher reicht es für den K.O. beziehungsweise für den Dino. Wie ihr sagt, ihr seht ja, der dritte Dino ist jetzt am Start, von daher müssen wir mal gucken. Kriegen wir den jetzt auch irgendwie eliminiert oder wird es am Ende dann Janisch? Ich weiß es nicht, 5 Schläge hat er. Aber ich glaube, damit kann ja Janisch anfangen, Alter, wir können ganz entspannt angreifen. So, dann würde ich sagen, gehen wir komplett rauf, greifen den an und holen uns hier natürlich den nächsten Sieg. Haben natürlich jetzt die Pakete hier am Start. Alter, das ist natürlich monstermäßig geil. So, 3 Afrika-Pakete gibt es. Da muss ich natürlich erstmal nochmal einen Screenshot machen. Deshalb macht mal die Augen zu. So, dann haben wir das auch erledigt und dann würde ich sagen, sammeln wir hier erstmal das eine. Wow, 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 hier kriegen wir erstmal den ersten legendären, den Mikroposaurus. Das ist natürlich geil. Dann nehmen wir den auch erstmal mit und gucken gleich nochmal, was es hier noch so gibt. Geil wird, gewöhnlich, ja, das ist nicht bitter. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück und kriegen dann eventuell jetzt noch einen legendären, aber ich glaube es fast ja nicht. Doch, 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 doch. Nö, sehr selten, schade. Gut, okay, den Allosaurus nehmen wir natürlich auch noch mit, aber ich denke, der Legendäre war natürlich absolut genial. Von daher können wir uns darüber erstmal freuen und sind für heute auch erstmal wieder so weit durch. Also ihr seht natürlich den Schlachtaufbau, da könnten wir auf jeden Fall auch noch Bambule machen. Müssen hier aber noch ein bisschen warten, bis unsere Dinos wieder am Start sind. Also ihr seht natürlich, dass wir hier jetzt auf jeden Fall eine ganz schön lange Wartezeit haben. Aber ich denke, damit kommen wir klar. Also ich habe damit auch kein Problem. Ich meine, wir haben sowieso nur 2 Tage, 19 Stunden Zeit. Von daher würde ich mich natürlich für heute erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.